Hi, Vitus hier vom Starberger Hof. Heute sind wir am Dämmefräsen, also Kartoffeldämmefräsen. Und zwar haben wir hier das, was die Setzmaschine hinterlassen hat. So ein leichtes, angehäuftes Hügelchen. Ich stelle mal die Hand daneben, dann sieht man es ungefähr, ja, ungefähr so hoch wie eine Hand. Und jetzt haben wir hier eine Dammfräse. Und ich denke, hier sieht man den Unterschied ziemlich deutlich. Und zwar gehen wir hin und formen hier einen, ja, ich sag mal, bauchigen Damm. Das Ganze erwärmt sich schneller, wenn die Sonne scheint. Und die Pflanzen, also die wachsenden Kartoffeln, haben mehr Platz, um sich auszubilden im Boden, ohne grün zu werden. Ja, jetzt zeige ich euch das Ganze hier mal. Das ist die, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Das ist die Dammfräse. Hier unten rechts und links, also rechts und links, sind die Dammformbleche. Da kann ich die Dammform so ein bisschen einstellen, kann die Dämme breiter machen, kann sie schmäler machen, je nachdem, wie ich das brauche. Ich habe die gern so breit, wie es geht. So, jetzt machen wir hier auf. So, jetzt seht ihr hier das Innere. Und zwar sind das keine Fräsmesser, sondern es sind Fräshaken. Die schlagen immer so ein kleines bisschen, na, da unten sieht man es auch, die schlagen immer ein bisschen Erde aus dem Boden raus, machen den möglichst feinkrümelig, dass die Kartoffeln schön wachsen können und dass wir nachher bei der Ernte keine Probleme kriegen mit Gluten. Ja, und da seht ihr, der ist quasi hier in der Mitte, ist ein Teil, der nicht gefräst wird. Da sitzen die gesetzten Kartoffeln auf zwei Seiten, also kann ich jetzt immer zwei Reihen auf einmal machen. Ja, und die fräsen die Erde lose und werfen die hier hinten rein. Und dann wird das hier hinten über die Formbleche, kriegt das diese schöne, breite, bauchige Form. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst oder bekannt ist, wenn eine Kartoffel Licht bekommt und dann wird sie grün und ist damit ungenießbar. Deswegen ist für uns schon mal oberste Prämisse, der Kartoffel im Boden möglichst großen Raum zu bieten, dass selbst wenn der Boden mal ein bisschen aufreißt durch Trockenheit oder dergleichen, dass da kein Problem entsteht, dass die jungen Knollen quasi Licht bekommen und dadurch sich grün verfärben. Wenn ihr mal sowas habt, nicht anfangen rauszuschneiden oder sowas, sondern wirklich die ganze Knolle weg. Ist für Erwachsene meistens nicht so das Problem, aber für Kleinkinder sollte man das tunlichst vermeiden. Ich habe heute Morgen Unkraut in den Kartoffeln gespritzt. Für all die es interessiert, die Mittel heißen Boxer und Senkor. Das ist so ein altbewährtes Mittel gegen breitblättrige Unkräuter. Das Senkor hat noch eine Nebenwirkung auf Gräser. Auch vom Boxer kommt dann eine Nebenwirkung. Und damit halten wir die Kartoffeln sauber. Sauber deshalb, weil die Kartoffel sehr anfällig ist gegen Konkurrenz. Unkräuter, Kräuter, sag ich mal. Und deswegen müssen wir gucken, dass da sauber ist. Sonst wachsen die Unkräuter über die Kartoffeln drüber und dann ernten wir nichts. Oder ernten wir wenig oder ernten wir kleine Kartoffeln. Ja, und das wollen wir ja nicht. So, hier haben wir jetzt heute das Vlies über die Frühkartoffeln drüber gepackt. Das ist quasi der Acker, den wir beim letzten Mal beim Setzen gesehen haben. Hier habe ich noch einen Teil mit der automatischen Setzmaschine dran gesetzt. Da nehme ich euch beim nächsten Mal mit, wenn wir richtig anfangen, Kartoffeln zu setzen. Und ja, mit dem Vlies, das haben wir hier neben jetzt mit Erde zugeschlagen. Das ist relativ dünnes Vlies. Ja. Wenn man genau guckt, kann man sogar durchgucken, sieht man den Boden noch. Das Ganze ist in Weiß, dass der Boden sich nicht zu stark aufheizt. Ist aber so gemacht, dass es quasi die Wärme vom Tag auch dann in der Nacht im Boden hält
Und das passt eigentlich jetzt ganz gut. Heute tipptopp Wetter gewesen, schön warm. Habe eben schon mal die Hand drunter gehalten. Man merkt schon direkt, dass die Wärme drunter bleibt. Und dadurch wird der Boden dann auch nachts warm gehalten. Und wir können ein paar Tage die Ernte dadurch verfrühen. Das Ganze hilft auch ein kleines bisschen gegen Spätfrost, also wenn die Kartoffeln später dann auflaufen und wir kriegen nochmal unter Null und dann haben wir dadurch einen kleinen Schutz, mal so 1-2 Stunden, die ins Minus gehen. Ja, ich denke, das war's jetzt erstmal von hier. Wir gucken bei der nächsten Rundfahrt und dann nehmen wir mal ein Thermometer mit, dass man mal sieht, was das unter dem Vlies für eine Temperaturerhöhung ist gegen der Umgebungstemperatur. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.